Es ist immer ein besonderes Ereignis, wenn zum Ende der Spielzeit die Schweriner Theaterfreunde Mitglieder des Ensembles mit dem Konrad-Eckhoff-Preis ehren. Im Jahr 2018 ging die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung an den Schauspieler Martin Brauer, der vor allem in dem Stück Sein oder Nichtsein brillierte. Übergeben wurde der Preis am 8. Juli im Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters vom Theaterfreund Hans Thon. Im Rahmen dieser feierlichen Veranstaltung erhielten zudem drei Mitarbeiter des Theaters die vergoldete Friedrich-von-Flotho-Medaille. Die Pressesprecherin Franziska Pergande, der Sänger Christian Hees sowie der Mahlsaalvorstand Ulrich Altermann. Mit der Medaille werden deren langjährige Verdienste für das Schweriner Theater gewürdigt.